Gestern war es mal wieder soweit, ich durfte meine Flinte ausführen, meine Mossberg 500A. Habe ich euch ja schon bereits ein paar Mal vorgestellt. Unter anderem in dem Putzvideo gestern. Gestern war Landesmeisterschaft in Alsfeld, praktische Flinte. Unterschiedliche Disziplinen wurden geschossen. Ich persönlich konzentriere mich bei der Flinte eigentlich auf PP1 und NPA. Gestern habe ich mir überlegt, ey komm, hast du eigentlich lange kein Schiedsvideo mehr gemacht? Und habe mir einfach mal überlegt, ich nehme mal eine komplett andere Perspektive. Vor längerer Zeit habe ich mir eine Montagebasis besorgt für die GoPro oder halt für Actioncams grundsätzlich. Und zwar geht die auf die Pickerschiene drauf und damit ist die Kamera schön seitlich positioniert. Ich habe mir nochmal einen zusätzlichen Sockel mit dran montiert, dass ich die Kamera oben oder unten anbringen kann, um einfach ein bisschen mit der Perspektive ganz, ganz leicht jonglieren zu können. Habe ich aber gestern nicht gemacht. Ich habe sie unten gelassen, weil damit auch die Patronenkammer schön im Blickfeld der Kamera ist, inklusive Blick nach vorne Richtung Scheiben. Die Löcher sieht man aber trotzdem aus der Entfernung natürlich nicht. Ich möchte euch jetzt hier im Nachgang die Schusssequenzen zeigen. Das wird einen schnellen Rundown geben letzten Endes, weil das ganze Warten, Ansagen und so weiter kann man sich im Großen und Ganzen schenken. Ich möchte euch nur ganz kurz erläutern, kurz vorlesen, wie der Ablauf der Disziplin ist, und zwar auf Basis von NPA Service Pistol bei uns im BDMP. Geschossen wird 1:1 wie mit der Kurzwaffe. NPA ist ja im Grunde auch eine reine Kurzwaffendisziplin. Wir modeln sie halt um. Über die Sportordnung ist auch eine festgeschriebene Disziplin auf diverse Langwaffen, unter anderem Vorderschaft und Selbstladeflinte. Macht eigentlich ganz gut Spaß. Gut bin ich nicht, aber ich habe Spaß dabei. Also, Fertigstellung in diesem Fall ist nicht diese Pressstellung, also parallel zum Boden, sondern wir halten die Waffe in der Schulter 45 Grad abgesenkt. Ablauf ist wie folgt: Station 1, 25 Meter, 6 Schüsse in 15 Sekunden auf die linke Scheibe. Geht. Geschwindigkeit ist okay. Station 2, 20 Meter. 6 Schüsse in 10 Sekunden, 3 auf jede Scheibe. Das heißt, 3 Schuss links, 3 Schuss rechts. Station 3, 15 Meter. 6 Schüsse in Intervallen auf die rechte Scheibe. Die Scheibe zeigt sich 3 Mal für 3 Sekunden, in denen jeweils 2 Schüsse abzugeben sind. Schon ein bisschen sportlicher, aber 3 Sekunden, das geht noch. Dann Station 4, die letzte. 6 Schüsse in 6 Sekunden, 3 auf jede Scheibe. Wer rechnen kann, das solltet ihr alle können, 24 Schuss Munitionsbedarf. Wie gesagt, ich werde das jetzt auf NPA reduzieren, ansonsten wird das einfach too much, weil die Perspektive durch dieses Ausfallende immer die gleiche ist. Und ich glaube, es wirkt tatsächlich nur dann, wenn es einigermaßen schnell geht. In diesem Sinn wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Schießen. Dreimal zwei Schuss. Dreimal jeweils 3 Sekunden, denen 2 Schuss abzugeben. Achtung!
Ich habe eine ganz kleine Bitte an euch. Ich wurde von einem Schützenkameraden aus der weiten Welt von Deutschland angeschrieben. Und zwar in der Nähe von Bremen gibt es einen Schießstand namens Waghausen. Dieser Schützenverein, dieser Schießstand droht nun die Schließung zum Ende dieses Monats. Grund hierfür wird zwar vorgeschoben: Bleibelastung, Lärmemissionen, bladibladiblo. Tatsache ist es aber, wie es in vielen, vielen Ortschaften hier ist, nicht nur mit Schießständen. Tatsache ist aber, dass viele alteingesessene Institutionen, Schützenvereine, Kindergärten und so weiter momentan mit solchen Themen tatsächlich Probleme haben. Da ziehen Menschen in diese Region rein, in die unmittelbare Nähe von Kindergärten, von Schießständen etc. Dann merken sie auf einmal, oh, das ist ja laut. Und dann fangen sie an zu klagen. Und leider Gottes, dank diverser politischer Kräfte mit sehr großem Erfolg. Somit ist es hier auch passiert. Dieser Schießstand wurde aus rein ideologiegetriebenen Gründen zur Schließung getrieben. Und da läuft jetzt im Moment über Open Petition eine Petition und ich möchte euch einfach nur bitten, zeichnet diese Petition mit und einfach mal, lasst uns versuchen, dort einen gewissen, ja, Gegenstrom zu erzeugen. Link zur Petition poste ich euch unten. In diesem Sinn, macht's gut.